Well, coach, welcome back. First of all, and second of all, please welcome Maria. Coach, well, I'm speechless that Maria is going to be the special guest ring announcer for Heat this week. I'm a little torn, I'll be honest with you. She looks great, yes, but you be the judge. That's all I'm going to say. I know you're ecstatic that she's here this week. The fans are ecstatic she's here this week. Well, we got a lot to talk about, a lot to get to. Hallo und herzlich willkommen zu Heat mit einer Gastringsprecherin. Sie haben es mitbekommen, Maria. Heute dafür verantwortlich und ich habe einen Gast an meiner Seite. Heute der Urlaub von Bernhard bringt das Ganze ein bisschen durcheinander. Ich freue mich, Holger Böschen ist an meiner Seite. Hallo, Holger. Hallo, Günther, und ich sage auch gleich mal Hallo, Tajiri, denn der wird hier unser erstes Match bestreiten. Ist auch ganz angetan von der Gastringsprecherin. Jonathan Coachman und Todd Grisham sitzen am Kommentatorenpult und ja, der Coachman redet wie gewöhnlich. Ja, Unfug. Müll und sonst. Kann man leider nicht anders sagen. Und falls Sie diesen Mann nicht kennen sollten, können wir Ihnen nur noch einmal die letzte Wiederholung von One Night Stand ans Herz legen. Denn da war Kid Kash auch mit zugegen. Es gibt übrigens One Night Stand in absehbarer Zeit als DVD zu kaufen. Und auch da können Sie Kid Kash mit bewundern. Tja, Jonathan Coachman wird das Ganze hier nicht tun. Er hatte keinen so tollen Tag bei ECW One Night Stand. Aber alle Fans, glaube ich, haben es mitbekommen. Das ist die Großveranstaltung, die muss man gesehen haben. Und wenn man es verpasst hat, dann, wie gesagt, ran an die DVD. 2-3 Wochen in etwa wird es da noch dauern. Dann ist die im Handel und noch ein bisschen länger dauert, aber die Karten sind schon im Handel, bis die Superstars von Raw nach Leipzig und Hamburg kommen. Die Großveranstaltungen, anders kann man es nicht nennen. Survivor Series Tour nennt sich das Ganze. Und das sind die Telefonnummern und natürlich die Internetadressen, unter denen Sie an die Karten kommen. Ja, alles Weitere erfahren Sie dann unter WWE.com über WWE Worldwide und dann auf Germany. Da bekommen Sie alles noch einmal geliefert, ohne dass es irgendwann wieder ausgeblendet wird, wie hier im Fernsehen. Tajiri gleich mit dem ersten Cover. Er will sich nicht von dem Neuling für WWE-Verhältnisse typieren lassen, gleich besiegen lassen. Die beiden kennen sich ja aus ECW-Zeit. Sie kennen sich bestens, waren ja beide eben auch bei One Night Stand mit dabei, wenn auch Kid Kash nicht in einer eigentlichen Rolle in einem Match involviert, so wie Tajiri. Aber er war natürlich auch mit dabei, hat das Klassentreffen, so kann man es durchaus nennen, mitgefeiert. Nach fast fünfjähriger Unterbrechung von ECW gab es eben dieses Wiedersehen, dieses einmalige Wiedersehen. Für alle wirklich eine tolle Geschichte. Und Kid Kash als ehemaliger ECW Television Champion hat hier arge Probleme gegen Tajiri. Und kaum sag ich's, da wendet sich das Blatt. Kid Kash kommt im Match an, möchte man fast meinen. Und tritt Tajiri hier in der Ringecke in Grund und Boden. Tja, wir sind ja bei Heat. Das ist der richtige Zeitpunkt, glaube ich, auch darauf hinzuweisen. Diesen Sonntag gibt es schon wieder eine Heat-Sendung, nämlich um 2 Uhr nachts. Denn die nächste Großveranstaltung steht auf dem Programm. Vengeance, eine Raw-Großveranstaltung ab 3 Uhr, dann Sonntagnacht live. Und auch das kennen Sie, wenn Sie eine Sonder-Heat-Sendung sehen. Dann sehen Sie am Samstag natürlich auch eine Raw- und eine Velocity-Ausgabe ganz aktuell. Ja, das Ganze läuft natürlich dann außer Raw und Velocity auf Premiere direkt 9. Sonntag ab 3 Uhr gibt es Vengeance und die Modalitäten sind auch wie sonst immer dieselben. 15 Euro kostet es, 5 Wiederholungen sind inklusive und 2 Matches können wir Ihnen schon mal verraten. Das Hell in a Cell Match zwischen Batista und Triple H, das ist ja ganz klar. Aber es ist
in dieser Woche noch ein Match dazugekommen. Und zwar das Shawn Michaels das große gegen Kurt Angle. Das ist das Rückmatch von WrestleMania. Und warum das Match zustande gekommen ist, das hat mit dem Wechsel zu tun. Falls Sie also nicht mitbekommen haben, was sich in Raw getan hat, kann ja vorkommen, dass der ein oder andere mal vielleicht die ein oder andere Sendung nicht gesehen hat. Es hat einen Wechsel gegeben. Kurt Angle ist jetzt bei Raw. Das soll uns aber für dieses Match jetzt nicht mehr weiter interessieren. Kid Kash kommt vom obersten Seil geflogen mit dem Moonsault auf Tajiri, landet er punktgenau und jetzt kann er hier nachsetzen. Er sah es kurz danach aus, als könne Tajiri sein Gewicht verlagern. Das Cover geht bis 2, aber Kid Kash will hier eigentlich schon die 3 gehört haben. Er hat auch wirklich toll vorbereitet das Ganze. Am Schluss noch der Vertical Suplex. Ja, relativ viel Zeit nimmt er sich da nach oben, diskutiert noch mit dem Ringrichter und die Zeit nutzt Tajiri, um zumindest wieder auf die Beine zu kommen und mit einem schönen Kick zu kontern. Da bleibt Kid Kash die Luft erstmal für einige Sekunden weg und Tajiri will hier ganz offensichtlich weitermachen. Er verteilt Handkantenschläge, als gäbe es die ein Dutzend billiger und jetzt noch die Kniestöße hinterher. Also Tajiri will sich natürlich nicht besiegen lassen. Das ist klar. Es ist Kid Cashs erstes WWE-Match. Und Tajiri hat hier schon inzwischen jahrelange Erfahrung gesammelt. Ganz genau. Das ist das Entscheidende. Das ist der Unterschied. Er sagt, pass auf, Junge, wir haben uns von früher sowieso noch einiges zurückzuzahlen. Sind uns oft genug gegenübergestanden, unter anderem um den Titel. Du hast angesprochen, den ECW-Television-Titel. Aber hier, das ist was anderes. Das ist WWE. Da bin ich zu Hause. Momentan, da musst du dich erst hochdienen. Zeigt das auch hier mit seinem Super Elbow. Handspring Reverse Elbow. Toll gemacht. Und den kennt, glaube ich, Kid Kash auch noch nicht so. Und lässt sich damit fast besiegen. Also ich dachte schon, es wäre bis 3 gegangen. Aber noch nicht ganz. Das Match geht weiter. Kid Kash drängt Tajiri in die Ecke, aber da rennt er mit in den Ansatz zur Tarantel. Na klar, die ist verboten. Na klar, die muss bis 4 gelöst werden. Aber häng mal erstmal 4 Sekunden da drin. Günther, ich würde sagen, Kid Kash, der hat jetzt einiges mehr an Schmerzen als doch vor der Tarantel. Tja, aber die kennt er und jetzt soll der entscheidende Kick kommen von Tajiri. Aber Kid Kash kennt auch diese Aktion. Ein wunderbarer 360 Backbreaker. Und jetzt liegt Tajiri bereit. Die Frage natürlich, hat Kid Kash die Zeit, da nach oben zu gehen? Bleibt Tajiri lang genug liegen? Das dauert für meinen Geschmack doch sehr, sehr lange. Da springt er ab, fliegt und er fliegt daneben. Du hattest recht, das war einfach zu lang. Es war zu viel des Guten. Und jetzt will Tajiri seinen Kick nochmal ansetzen. Jawohl, und diesmal kommt er durch. Das Cover muss eigentlich bis 3 gehen. Jetzt 1, 2, 3, jawohl. Ein Sieg für Tajiri, für den WWE Matador. Und da hören wir es auch von Maria. Ein großartiges Match von Kid Kash, aber am Schluss hat es nicht ganz gereicht. Ja, Tajiri hat gezeigt, dass er eben der alte Hase ist hier. Das war von ihm so vorbereitet. Da hat er ein bisschen gespielt mit Kid Kash. Der Kick natürlich die Entscheidung und Tajiri der Sieger, aber ich bin mir relativ sicher, die beiden werden sich noch öfter begegnen. Die Heartthrobs treffen heute noch auf Hurricane und Rosie in einem Match um den Tag Team Champion Titel.